Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Dead by Daylight Folge. Heute wieder als Killer. Und ich möchte mich gleich mal vorab entschuldigen. Ich weiß, das habe ich jetzt in letzter Zeit ein, zwei Mal gemacht. Aber es geht im Moment drunter und drüber. Deswegen kamen etwas unregelmäßig die Videos. Mal 2 Tage leider gar keins. Ich hoffe, es hat sich jetzt wieder eingependelt und ich schaffe es wirklich jeden Tag wieder ein Video zu bringen. So wie das halt alle gewöhnt sind. So. Aber heute, wie gesagt, Killer. Ich bin jetzt seit dem Freddy-Release auch nicht mehr dazu gekommen, Survivor-Runden aufzunehmen gegen Freddy. Wir haben jetzt schon. Welchen haben wir heute im Moment? Den 4.11., also während der Aufnahme. Und jetzt ist der Freddy-Hype vielleicht schon wieder vorbei und wir finden so schnell keinen. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich hoffe, wir finden einen und dass wir Gameplay gegen Freddy sehen. Ja, in diesem Sinne ist, denke ich, alles gesagt. Möchte mich bloß nochmal entschuldigen und hoffentlich wird es jetzt wieder anders. Und ich würde sagen, ich schwafel gar nicht mehr viel weiter, sondern wir springen jetzt ins Game als Survivor. Was wir uns natürlich noch anschauen können, dadurch, dass ich jetzt so lange nicht gespielt habe, habe ich mich einfach immer mal ein paar Mal eingeloggt und habe dann die Rituale eingesammelt. Und wie ihr seht, ich habe jetzt ein paar übrig. Wir könnten jetzt eins löschen. Oder wir spielen heute einfach mal Jake Perk. Wir könnten heute auch einfach mal Jake Perk spielen. Und wir können mal gucken, was wir da für Survivor, was wir da so haben. Wo ist unser guter Jake? Das war tatsächlich mein erster Char, den ich hochgelevelt habe, als ich mit DBD angefangen habe, witzigerweise. Und der hat Sprintburst und Iron Will. Aha. Naja, Kindred ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Naja, ich würde sagen, ich spiele mal mit dem Jake. Wird bestimmt ein spannendes Match mit solchen Perks. Und dreimal überleben wird dann auch echt knifflig. Aber komm, wir spielen einfach mal mit dem Jake. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt dann gleich in-game. Haut rein, bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Red Shop Autohaven Wreckers. So, Autohaven. Ich habe es schon oft genug gesagt, eigentlich eine meiner Lieblingsmaps. Da gucken wir mal, was so geht. Ich habe tatsächlich, glaube ich, mit euch. Tastatur ist ein bisschen nahe da. Ich habe jetzt, glaube ich, da einen Killer verpasst. Hätte mich interessiert, was es ist. Egal. Ich habe tatsächlich mit euch noch nie mit Sprintburst gespielt, ne? Also, im Endeffekt, Sprintburst bringt uns Folgendes. Wenn wir losrennen, rennen wir quasi für. Ich weiß gar nicht, ich habe so lange nicht mehr mit dem Perk gespielt. Wir rennen auf jeden Fall für eine gewisse Zeit lang um so und so viel schneller. Und können somit zum Beispiel, wenn die Nurse sich zu uns hinblinkt und in dem Moment, wo sie schlägt, quasi, wenn wir wegsprinten mit Sprintburst, misst sie, weil die Range zu kurz ist von dem Hit. Solche Sachen kann man mit Sprintburst machen. Generell, man bringt halt erstmal einen groben Abstand zwischen sich und dem Killer und hat so 2-3 Sekunden gewonnen. Ein Nachteil, Riesennachteil am Sprintburst ist, wie ich finde, der Killer schaut zu uns. Und wir haben die Hexe. So. Ja, so viel zum Thema Sprintburst. Ne? Ihr seht, wir waren jetzt etwas schneller, aber die Hexe ist auch ziemlich schnell. Das ist ja Wahnsinn. Okay, wir kriegen mit. Gut, dann schauen wir mal. Weiß nicht, ob das eine clevere Entscheidung war. Sie kommt jetzt hinterher, ne? Ja. Oh oh. Ich wollte doch. Hört, die Palette ist gar nicht mehr da. Ha! Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ich war jetzt überhaupt nicht darauf gefasst, dass wir jetzt gejagt werden irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Schon länger jetzt nicht mehr gespielt. Oh Mann, oh Mann. So. Aber genau. Sprintburst, eben schnell sprinten. Warum wusste ich, dass der Killer gerade in unsere Richtung läuft? Die Katze ist das. Wir reparieren oder unsere Actions werden erhöht, wenn der Killer in unsere Richtung schaut. Und dann leuchtet aber auch diese Katze. War für den Anfang damals nicht schlecht. Ich habe ja Jake Kirk, wie gesagt, als ersten Killer hochgelevelt. Als ersten Killer. Als ersten Survivor hochgelevelt. Damals war dann sogar Sabotieren noch gut. Da gab es noch nicht diese nach 2 Minuten Spawn die Haken wieder neu und so ein Quatsch, sondern da brauchte dann der Killer wirklich Iron Grasp, damit er was reißen kann. Und ja, genau. Damals hat man dann die Katze auch noch gespielt, weil man einfach noch nichts Besseres hatte. Ich hatte noch kein Selfcare und nichts, sieht man ja. Ich habe auf dem Char noch nichts. Dementsprechend war das alles sehr bescheiden. Da wäre sogar eine Palette gewesen, nicht Dolly. Naja, gut. Und Kindred ist quasi, dass wir, wenn wir am Haken hängen, dass jeder diese Auren der Survivor sieht. So. Wieso heizt du mich nicht? Konntest du nicht, oder?
war es vielleicht auch ein bisschen komisch, da direkt vor lauter Reden da direkt jetzt beide Fallen auszulösen. Aber naja, im Endeffekt ist es ja nochmal gut gegangen. Aber wenn ich da rauskrieche, hätten wir nichts ausgelöst und hätte sie nicht blinken können. Na gut, sie hätte dann in der Zeit locker herlaufen können. Ist halt die andere Seite der Medaille, aber... Ja. So, genau, Kindred, wenn ich auf dem Haken hänge, sehen alle übrigen Survivor die Auren der anderen Survivor und die des Killers in einem gewissen Radius. Vielleicht mit Randoms gar nicht so verkehrt. So, die Hexe kommt wieder her. Da hinten läuft sie ja. Und sie will mich. Sie will mich nicht. Okay. So, und genau, jetzt habt ihr schon mal den Nachteil von Sprintburst gerade live gesehen. Ich war gerade überhaupt nicht in Gefahr, ich hätte den Sprintburst überhaupt nicht aktivieren müssen. Aber da der halt einfach einen Timer hat, logisch, und einfach dann irgendwann halt angeht, wenn man sprintet, habe ich ihn jetzt quasi für nichts und wieder nichts verbraucht. Was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, deswegen finde ich den Perk manchmal nicht sehr gut. Da finde ich dann Lethe, oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Lethe, also von der Fangman, man springt über ein Ding und erst dann wird der Sprintburst ausgelöst. Also ob man jetzt durch ein Fenster springt oder über eine Palette oder solche Sachen, dann wird der Sprintburst ausgelöst. Das finde ich um einiges besser oder eben Dead Hard. Genau. Iron Will auf 1 ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Das kann uns helfen, muss es aber nicht. Und er dachte, Mickey ist wohl die Obsession, er dachte wohl, der hat... Decisive Strike, also D-Strike. Hat aber nicht. Dann gucken wir jetzt mal, was die Olle so macht. Jetzt können wir uns ja revanchieren und den anderen retten. Schaut zumindest schon mal sehr gut aus. Ah, hat jemanden gefunden, was soll's. Dann rennen wir einfach hin. Dann ist es wurscht, ob wir die Falle auslösen. Wo rennt sie hin? Sie rennt da hinten rum. Na komm her. Obwohl nicht so clever, die jetzt mit Medipick zu heilen, weil das können wir für uns besser benutzen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Zeit, deswegen brauchen wir das nicht. Das ist die schnelle Heilung. Vor allem sind wir hier jetzt auch schon relativ weit. Ich schau mal, dass ich den Ausgang aufmache. Weil wenn der offen ist und der Random, der jetzt den anderen Random geholt hat, ich sage immer Randoms, also wenn der jetzt am Haken hängt, gerade geholt wird, perfekt und in unsere Richtung rennt, könnte es sein, dass der Ausgang rechtzeitig offen ist. Könnte. Wir gucken mal. Oh oh. No one escapes death ist absolut ekelhaft. Und somit werden wir uns dann leider übel... Wir werden uns direkt verduften, weil... Mit dem Perk ist nicht zu spaßen. Und ihr jetzt noch Kills zu schenken, wäre natürlich Blödsinn. Das ist zwar natürlich schade für Mickey, aber man kann es leider nicht ändern. So, und damit raus. Dwight rennt nochmal rein, der Verrückte. So, wir können ja nochmal kurz zuschauen, wie sich das Game noch entwickelt hier. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt noch Doppelblutpunkte? Ist es noch Halloween? Ich weiß es nicht. Ich hätte natürlich jetzt mal aufpassen. Also wir haben 24.000. Wie viel haben wir gesammelt? 12. Ah, es ist sogar noch Doppelblutpunkte. Das ist ja super. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh Gott, also. Sogar Nurse Calling hatte sie. Okay. Ach nee, Quatsch. Blood Party Streamers war drin, deswegen Doppelblutpunkte. So, aber genug gespart, wir wollten zuschauen. Ich bin ja blöd. Ja, und genau das ist das. Leider hat es natürlich nicht gesehen, aber genau das ist das, wenn man nicht rausläuft gegen ein No One Escapes Death. Wir sterben einfach alle. Und da bringt auch Borrow Time leider nichts. Okay, wo liege ich jetzt? Na gut, wir haben genug gesehen, der andere wird auch noch sterben. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und springen ins nächste Game. Haut rein, bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf... Ja, ich nehme auf. Und damit herzlich willkommen auf Rotten Fields Cold Wind Farm. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich auf den Record-Knopf gedrückt habe im Ladescreen. Ach ja. So, wir plündern gleich mal die Kiste. Aber man merkt schon, ich bin hier echt ein paar Tage Pause und schon bin ich ganz schön raus aus dem Thema hier. Mann, Mann, Mann. Aber ja, ist ja nochmal gut gegangen. So, wir durchsuchen mal die Kiste, schauen wir mal, was wir drin finden. Was soll ich da rascheln hören?
Wir haben eine Sabotier-Toolbox. Ist die Frage, ob wir die irgendwie benutzen können. Jetzt zum Reparieren ist es Quatsch, weil die ultra schnell beim Reparieren weggeht. Die hält nicht mal einen Generator durch. Man kann aber, wie gesagt, damit sehr, sehr, sehr schnell sabotieren. Wenn man den Perk noch hat und dann auch noch eine Kettensäge und einen... Nicht eine Kettensäge. Mit einer Kettensäge wird es noch schneller gehen. Nee, diese Säge, diese Laubsäge. Und... das Drahtseil, was im Endeffekt auch eine Säge ist, klar, aber halt eine vereinfachte. Genau, damit macht man dann, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber man sägt sich einfach so durch die Häken und braucht nicht lange dafür. Mann. So, kurz kratzen und dann kommt ein Skillcheck, das ist der Klassiker nochmal. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, wie sich das Ganze hier entwickelt und ziehen unseren Generator durch. Falls dann der immer noch nicht geholt wurde. Okay, so wie es aussieht, wird gecampt. Oder auch nicht. Gut, aber wir haben wieder wie immer die richtige Entscheidung getroffen. Wenn wir hinrennen würden, würden wir halt in dieser Zeit einfach nichts tun. Und dann wäre der andere eh vor uns da und würde ihn holen. Und zur zweit braucht man ihn nicht holen, das ist Quatsch. Also... wie immer richtig, den Generator durchziehen, auch wenn es manchmal ein bisschen selbstsüchtig aussieht, ist es im Endeffekt besser für das ganze Team. So, so. Der erste ist durch. Ich kitzel's hier. Mann. So. Als wir damals angesprochen haben zu spielen, ganz witzig, haben wir nicht richtig hingeguckt und dann war das für uns immer der Schweinebaum, ne? Also wenn wir irgendwie angesagt haben, ah, der Killer ist beim Schweinebaum, wusste jeder, der Baum ist gemeint, aber da hängen Rinder. Kein Schweine, Rinder. Das ist uns, glaube ich, erst nach einem halben Jahr aufgefallen, dass wir das Spiel gespielt haben. Sachen gibt's immer, ne? Verrückt. Der raschelt schon wieder. Warum raschelt das hier? Dann werde ich ja ganz nervös. Okay. Also ich höre immer noch ein bisschen auf Freddy. Ist natürlich schade, dass wir jetzt in der ersten Runde keinen hatten. Ich hoffe, wir haben jetzt einen Freddy. Weil es macht wahnsinnigen Spaß, gegen ihn zu spielen, muss ich echt sagen. Ist mal wieder auch als, nicht nur als Killer, sondern auch als Survivor muss man komplett umdenken. Das frischt das Game auf jeden Fall gut auf. Aber ich befürchte, es ist kein. Ist das Freddy? Oh, das ist Mori. Oder? Ja, es ist ein Mori. Nicht cool. Können wir gleich mal gucken, wer das dann ist. Wie gesagt, ich hoffe, es ist ein Freddy. Aber ja. Schauen wir einfach mal. Nein, es ist eine Huntress. Also ihr habt gesehen, was ich hier versucht habe. Ich habe ihn genauso versucht zu dodgen wie einen Hillbilly oder sonstiges. Aber irgendwie sah das aus meiner Perspektive aus, als wäre die Axt vorbeigegangen. Nein. Egal. Das ist das bekannte Huntress-Problem leider. Vielleicht habe ich es mir jetzt auch nur eingebildet, ne? Aber ich hatte es sehr oft bei der Huntress, dass ich auch teilweise einen Meter oder zwei zurückgeportet wurde und die Axt mich immer noch trifft. Was dann natürlich schon sehr nervig ist. Aber gut, aber übrigens Prestige 3 nur Huntress, ne? Sieht einfach super geil aus. Also das werde ich auch im Angriff nehmen. Ich habe es ja schon auf Prestige 1. Deswegen hatte ich eben noch kein vernünftiges Bild auf ihr. Aber wir werden sie auch auf jeden Fall auf P3 holen, weil ich finde, es sieht einfach klasse aus. Und sie macht Spaß zu spielen. Und dann werden wir uns um ein Bild kümmern. Freddy Krüger, stimmt. Ein kleiner Spoiler für die nächste Killerrunde. Freddy Krüger ist jetzt, glaube ich, auch schon auf 35. Aktuell, glaube ich. Irgendwie so. Also da haben wir auch schon ein paar Perks. War noch keine guten, aber immerhin ein paar. Da können wir dann mal gucken, wie sich das jetzt so spielt. Und vor allem jetzt, wo sich die Leute an Freddy Krüger gewöhnt haben, wie man ihn würde man noch besser sehen, wie man ihn ausspielt, etc. pp. Das würde ich dann aber auch gerne erklären, wenn wir mal auf den Freddy treffen, um ehrlich zu sein. Aber das wird schon noch der Fall sein. Zwar nicht mehr in dieser Episode, aber vielleicht in der nächsten. Mal schauen. Wenn wir hier überhaupt noch geholt werden. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann könnte ich, glaube ich, lass mich mal auf die Uhr lunzen. 5 Minuten, die zweite Runde. Vielleicht könnte man sogar noch eine dritte Runde hinhängen. Mal schauen. Aktuell können sie mich ja leider nicht holen. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich mit einer Axt down war, das ist ein Add-on von der Huntress.
mit dem sie quasi one-hitted, sobald die Axt trifft. Okay, das war's, denke ich. Wir versuchen mal Kobe. Den habe ich zu spät versucht. Das ging zwar noch der Balken durch, aber die Tentakel hatten mich schon. Ja, dann war's das auch. Dann ein bisschen was, dann hängen wir noch eins dran und erhöhen unsere Chance, dass wir hier noch den Krüger mitnehmen. Genau, aber das ist ein Huntress Addon. Sobald die Axt eine trifft, ist man direkt auf dem Boden. Genauso wie es das für einen Trapper gibt quasi. Wenn man in die Falle kommt, kommt man direkt in den Dying State und humpelt nicht. Wer hat es noch? Hillbilly und Leatherface logischerweise nicht. Der Geist, glaube ich, logischerweise auch nicht. Ja, ja, die zwei haben das. So viele Kinder haben das. Nee, die zwei haben solche Addons. Ist jetzt nicht OP oder so. Ist einfach ein gutes Addon für sie, mit dem sie ganz gut treffen kann. Man kann ja den Echsen. Die Echse kann man immer noch super dodgen gegen die Huntress. Das gleiche Problem wie mit dem Hillbilly. Man muss halt einfach extrem gut spielen und das Movement vom Survivor voraussagen können, dass man das auch vernünftig einsetzen kann. So, das war's in diesem Sinne. Jake lässt ein bisschen den Kopf hängen und wir kamen leider nicht raus. Okay, na dann schauen wir mal. Sacrifice. Und ich finde es immer geil, wenn von der Mac der kleine, was weiß ich, der Zopf halt da so rumbaumelt. Mir ist gerade kein anderes Wort eingefallen, was das beschreiben könnte, weil ein Zopf ist das nicht. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. So. In diesem Sinne, wir springen jetzt in eine dritte Runde, weil das war ja Quatsch. Und sehen uns bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Lemkin Lane Haddonfield. So. Wir spielen immer noch einen Check, weil wir müssen ja noch zweimal entkommen, damit es hier was wird. Mit unserem Ritual und wir das nächste bekommen. Was für heute schon wieder freigeschalten wurde. Wir schauen einfach mal. Ich würde sagen, wir spielen einfach Check so lange, bis wir quasi zweimal noch entkommen sind. Und dann geht's wieder mit David King weiter. Und ja. Weil dieses 9 Leute healen können wir dann auch noch mit David King machen. So, und ihr seht, Riesennachteil von Sprintburst ist, dass wir jetzt eben einfach nicht rennen können. Weil wir sonst unseren Sprintburst auslösen und das ist einfach, ja, madigst. Da ist er, okay. Oh, und das ist ein ziemlich gefährlicher Generator auch noch. Nun ja, mal schauen. Wir haben die Katze dabei, vielleicht bringt sie uns irgendwas. Auch wenn ich den Perk an und für sich als sehr schlecht empfinde. Wir haben halt nichts anderes auf unserem guten Shake. Oh, das waren brand new Parts, würde ich mal vermuten. Oh, mal schauen in unsere Richtung. Oh, come on. In dem Moment, wo ich aufhören will. Was passiert da oben? Also es ist schon mal leider kein Freddy. Ach, schon wieder eine Antwort. Okay. Sie läuft da auf der Straße und wir reparieren weiter. Ja, Freddy, ihr kennt ja dieses typische Freddy-Lied, ne? 1, 2, Freddy kommt vorbei. Das summen dann quasi Kinder, wenn er in unserer Nähe ist. Also wir sehen ihn nicht, er ist komplett unsichtbar. Warum spoiler ich? Ich wollte es euch erklären, wenn wir gegen Freddy spielen. Sagt kein Ton mehr. Mann. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist, wenn ihr es nicht eh schon irgendwo anders gesehen habt. Weil ich ja sehr, sehr spät dran bin mit dem Video leider. Aber gut, wie gesagt, ich habe jetzt hier mein komplettes Setup umgebaut. Das ist gerade auch noch nicht alles final. Die Lampe stimmt noch nicht und müssen wir alles noch ändern. Aber ja, dazu muss ich erstmal kommen. Okay, sie kommt nicht. Gut, dann ziehen wir unseren Generator weiter durch. Und wir haben nur noch einen. Jetzt kommt sie zu uns, aber den ziehen wir jetzt durch. Sehe ich gar nicht an. Ich würde sagen, wir laufen direkt an ihr vorbei. Oh ne, die ist öfter. Der Sound sagt mir rechts, aber irgendwie. Ah ja, sie ist hinter uns quasi. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt hinterher. Da kommt sie niemals drauf. Fuck! So ein Mist aber auch.
So, schauen wir, ob es uns überhaupt sieht. Scheinbar nicht. Ich würde sagen, wir machen den hier im Kellerhaus, den Generator. Ah, da sitzt schon noch. Na, dann schauen wir mal. Gesellen uns dazu. Haben wir denn hier einen Balkon? Nein, der ist auf der anderen Seite. Okay. Gut, dann schauen wir einfach mal, ob wir den Zug abziehen können, wenn wir schon mal auf Heldenspiel spielen. Aber so wie es läuft, glaube ich, sind wir direkt raus. So, ich gehe dann auch direkt gleich mal zum Ausgang da hinten und öffne den direkt. Wie oft habe ich jetzt direkt in den letzten Satz gesagt? So. Haben wir. Und raus hier. Auch wenn sie höchstwahrscheinlich hierher kommt. Außer sie verfolgt noch den anderen. Das wird sie jetzt rausstellen. Nicht, dass es wieder wie so ein Punktlandevideo wird. Punktlandungsvideo, so rum. War das nicht sogar das letzte? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo wir so unfassbar knapp rausgekommen sind. Ich bin gespannt. Ja, sie kommt her. Ja, diesmal ist es nicht so knapp. Ja, okay. Oh, nee. Ernsthaft? Nur weil ich auf die anderen... Nur weil ich die auf die anderen warten wollte, ob die rauskommen. Aber der Keller könnte knapp werden. Schaffen wir das? Nein. Oh, Leute. Warum bin ich nicht gleich raus? Warum spielt eigentlich gerade jeder und seine Mutter No One Escapes Death, sag mal? So, ein Mist aber auch. So, möchte sie nicht verschwinden? Ich habe nämlich keinen Dead Heart, ich kann nichts dodgen und nichts. Kobe macht gerade auch keinen Sinn. Oder kämpft's jetzt ab? Och, es ist ärgerlich. Nur gut. Aber auch damit muss man rechnen. Ich hätte auch einfach damit rechnen können, dass die nur das Caps da spielen. Ja, selbst wenn du mich holst, bringt uns das nichts. Hopp. Sie haut uns einfach beide um. Keine gute Idee. Jetzt sind wir beide tot. Hi! Den anderen lässt er gehen, oder was? Ah, nee, der ist immer noch da. Wieso? Ist... Ich meine, es ist sehr löblich, ne? Aber... Oder er braucht Stacks auf seinem Perk für Doppelblutpunkte. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Anders war der Move ziemlich blöd. Haben sie nur ein Escape Step vielleicht geändert? Gibt es da jetzt mittlerweile ein normales Bild, was an, ein gutes Bild, was man haben? Wir müssen uns mal die Perks von Killer anschauen. Ob es da jetzt mittlerweile ein gutes Bild für das Perk gibt? Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also. Nerd wird auch gerne als ein Loop-Perk bezeichnet. Na, tut mir leid, ich habe mir gerade aufgefallen, dass ich ziemlich krass auf die Leertaste hämmer. Und das wahrscheinlich in der Aufnahme leider zu hören ist. Aber versuch's leiser zu machen. Bin da, wie gesagt, schon ein bisschen raus. Krass, wie schnell man da doch aus der Materie raus ist. So, und wir sterben jetzt hier nur, weil ich nett war und auf die anderen warten wollte. Das nächste Mal laufen wir wieder direkt raus. Das ist sowas Ärgerliches. Aber gut. Dann schauen wir mal, dass in der nächsten Runde besser läuft. Und dass wir auch endlich mal Freddy kriegen. Die Huntress kennen wir doch schon lang genug. So, auch diesmal nicht sehr viele Punkte. Das war auch ein Downrank, glaube ich. Wir hatten ja gar keine Zeitpunkte zu sammeln. Ja. Die haben ja mit ihren Brand New Parts hier schnell die Generatoren durchgesägt. Ja, zwei Stück. Und was hatte sie? Whispers, brutale Stärke, Nöd und Iron Grasp. Warum auch immer Nöd? Ich verstehe es nicht. Gibt so viel bessere Perks, aber wir... Ja gut, andererseits, sie hat recht, ich bin deswegen gestorben. Ne? Also
Gut, aber in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich schaue beim nächsten auch wieder rein, dass ihr jetzt auch pünktlich kommt. Und hattet Spaß und habt heute generell noch Spaß. Haut rein und ciao, bis dann.